Bevor wir mit der Diskussion anfangen, würde ich gerne die Schilder erklären, die unsere Gäste in der Hand halten. Und zwar sieht man, hier einmal die rote Seite mit einem X, so, und mit einmal die grüne Seite mit einem Häkchen. Und das versteht sich so, dass wenn einer der unserer Gäste gerade spricht und die anderen gerade nicht zu Wort kommen können, dass sie sich dennoch eben nonverbal an der Diskussion beteiligen können. Und zwar indem sie die grüne Seite zeigen, bedeutet das Zustimmung zu dem, was gerade gesagt wurde. Und eben die rote Seite bedeutet Ablehnung. Und das kann jederzeit verwendet werden von unseren Gästen. Ja, machen wir weiter mit der Diskussion. In den letzten Jahren lag die Wahlbeteiligung bei ungefähr 30%. Das ist kein gutes Ergebnis, aber es ist eben auch kein schlechtes Ergebnis. Woran meint ihr, liegt das? Und noch wichtiger, wie kann man die Studierenden dazu bewegen, sich noch mehr für Hochschulpolitik zu interessieren und eventuell auch selber zu engagieren? Wie kann am besten Transparenz geschaffen werden? Ja, also zunächst einmal ist ganz wichtig, darüber zu informieren, dass, denke ich, versuchen alle Hochschulgruppen, die hier in dieser Runde sitzen zumindest, über die Hochschulpolitik, die sie betreiben und die gerade an der Hochschule läuft, die Studierenden zu informieren. Dazu bedarf es aber auch die Unterstützung der vorhandenen Infrastruktur, die da ist, also von Universität und Studentenwerk, dass eben genügend Plakatflächen beispielsweise zur Verfügung gestellt werden, einfach die Möglichkeit besteht, Studierende direkt auf dem Campus zu informieren und nicht nur beispielsweise im Internet. Dann ADF bitte. Dem würde ich auf jeden Fall zustimmen und noch ergänzen, dass dieses Forum beispielsweise auch eigentlich eine gute Möglichkeit ist, sage ich jetzt mal, mehr Transparenz zu schaffen. Also gerade in den letzten Jahren gab es relativ wenig Möglichkeit, Öffentlichkeit durch die Campusmedien zu schaffen. Und man merkt doch jetzt eine Tendenz, dass durch Foren wie eben dieses hier eigentlich auch gerade nochmal neue Möglichkeiten geschaffen werden für den Normalstudi oder für alle Studis, sich eine Meinung zu bilden und hier die verschiedenen Gruppen sich mal anzuhören, um letztendlich zu entscheiden, wen man wählen möchte. Ich hätte gerne noch eine Meinung von der Opposition, die SRK bitte. So, es geht jetzt um Politikverdrossenheit, das war das Stichwort, oder? Also es gibt drei klare Gründe, warum die Studierenden derzeit nicht in hochschulpolitische Prozesse involviert sind. Und das sind auch zurückliegende Legislaturperioden von gewissen Hochschulgruppen an der Universität, die ihr Mandat, besonders nicht politisch zu sein, auch darin umgesetzt haben, die Studierenden nicht unbedingt auf einer Basisebene anzusprechen, sich zu aktivieren. Dann gibt es noch diese allgemeine Politikverdrossenheit. Hochschulpolitik sollte so aussehen, dass gewisse Gruppen Öffentlichkeitsarbeit machen mit guten Projekten und Initiativen auf Basisebene, diese dann veröffentlichen, mit einem guten Beispiel vorangehen und nicht so. Komm bitte zum Punkt. Michael. Nicht so engagieren, dass die Studierenden glauben, dass sie sich nicht selber aktivieren müssen, bedeutet quasi so einer Verantwortungsverschiebung vorzubeugen. Wenn es nämlich nur Serviceleistungen gibt als politische Umsetzung von Dingen, dann können auch gut die Hochschulgruppen diese Serviceleistung machen. Kein Studi muss das machen. Wenn ich es richtig wahrgenommen hatte, hatte sich Thomas von der LCDS auch noch gemeldet. Ich glaube, du wolltest auch etwas sagen. Ja, also schön wäre es natürlich, wenn jeder sein Wahlrecht wahrnehmen würde an der Universität und wir 100% Wahlbeteiligung hätten. Wir haben jetzt leider eine Wahlbeteiligung, die im Mitte des 30er-Bereiches liegt. Das ist aber bei den Universitäten schon relativ gut, muss man sagen. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir in Göttingen auch sehr basisdemokratische Mittel anwenden, wie beispielsweise die Abstimmung zum Semesterticket und Kulturticket, Busticket. Das trägt sicherlich dazu bei, dass der Student direkt sieht, wofür die Hochschulpolitik auch da ist. Und es liegt an unseren Hochschulgruppen natürlich Werbung dafür zu machen, dass sich die Leute dafür interessieren, was an dieser Hochschule passiert. Steckt sehr viel Arbeit in der Hochschulpolitik und es wäre natürlich sehr schön, wenn noch mehr Leute zur Hochschulwahl hingehen würden und sich mit diesem kleinen Politikbereich auseinandersetzen würde. Sozusagen als Appell. Vielen Dank. Eine Wortmeldung gab es noch von der GHG. Mhm. Ich sehe, dass die geringe Wahlbeteiligung auch ein Problem von Bologna ist, durch die
Bachelor- und Masterstudiengänge und die Regelstudienzeit gibt es kaum noch Zeit, neben Prüfungen und anderen Sachen sich überhaupt noch einzusetzen, sich zu engagieren und neben dem Studium noch irgendwas anderes zu machen. Das finden wir sehr schade und wir sind auch immer der Meinung, dass man sich Freiräume im Studium schaffen soll, um genau so etwas zu tun, um sich politisch zu engagieren, um sein Studium selbst in die Hand zu nehmen und selbst mitzubestimmen. Und das kann man halt erreichen, wenn man sich politisch engagiert. Man kann mitentscheiden und das ist ganz wichtig und deshalb sollte man auch zur Wahl gehen.